Das Zielbild für eine Europäische Union, wie wir sie uns vorstellen, ist eine Interessen- und Wirtschaftsgemeinschaft. Der große Vorteil ist, Sie haben die Erhaltung des Binnenmarktes, Sie haben freie Verträge, freien Güter-, Handels- und Service-Dienstleistungsverkehr und Sie haben keine Einmischung mehr in die Kompetenzen der Nationalstaaten, wo die gewählten Volksvertreter sitzen. Sie haben momentan eine Situation der Europäischen Union, die immer weiter in die Souveränität der Nationalstaaten eingreift. Und das begreifen wir als eklatantes Demokratiedefizit. Das ist das eine, das ist eine Störung der vertikalen Gewaltenteilung. Weil Sie hier natürlich über 90% der Gesetzgebungsverfahren aus der EU haben, die auf die Nationalebene mit durchsacken. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, das Doktrin, den Verbrenner zu verbieten, also Diesel und Benziner zu verbieten, das kommt aus der EU und trifft die deutsche Industrie asymmetrisch hart. Und Sie haben dadurch natürlich durch diese Regelung, die einfach beschlossen wurde, gegen die wir uns überhaupt nicht wehren konnten, haben Sie die Zerstörung der Industrie eingeleitet, in der Deutschland über Jahrzehnte einen Wettbewerbsvorteil hatte. Und wir wollen das als AfD nicht mehr. Und ich glaube, dass die Menschen das auch nicht mehr wollen, dass nicht gewählte Leute, irgendwelche Leute aus der Kommission, die nicht gewählt sind, mit einem aufgeblähten Beamtenapparat immer mehr die Souveränität der Staaten einschränken und teilweise schädliche Entscheidungen treffen zum Schaden der Nationalstaaten. Und das haben wir hier auf dem Parteitag ganz klar artikuliert, dass wir das nicht mehr haben wollen.